Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kings Bounty Warriors of the North. Wir sind stehen geblieben letztes Mal in diesem Kampf, den wir eigentlich gar nicht mehr beginnen wollten. Wir haben den untoten Commander mittlerweile schon eliminiert. Sind, glaube ich, in Runde 3 des Kampfes. Und jetzt sind im Prinzip nur mehr diese Zombies da übrig, die uns aber doch ein wenig irgendwie zu schaffen machen. Die überleben so viel, die roten Zombies. Das ist unfassbar. Sie überleben so viel. Und das Problem ist, wenn sie sterben, dann lassen sie eben diese Kack-Giftwolke, was ich brutal hasse. In der Schatztruhe vorne, was man gesehen hat, da war einmal der Zauberspruch Chargers drinnen. Also, der da, da haben wir jetzt drei Schriftrollen. Könnten es eigentlich einfach mal benutzen. Obwohl, benutzt es wirklich. Benutzt man es einfach auf irgendwer schon was benutzt. Ich glaube sie. Also, dann erscheinen da diese blau-roten Orbs auf der Landschaft. Und ja, die kann man dann aufheben. Ich weiß gar nicht, geben die Actions dazu? Also die regenerieren halt Mana und Zorn. Und okay, was war jetzt los? Keine Ahnung, irgendwie haben die jetzt Schaden genommen und sind einfach stehen geblieben. Aber egal, holen wir dann den Mana Orb und beenden den Kampf. Ohne Verluste. Sehr fein. Ja, also, wir haben letztes Mal erfahren, wir sollten eigentlich zu Runolf gehen. Oh, nix gibt's da. Um mit ihm da zu besprechen, da wir jetzt ja Erik da irgendwie verletzt haben und unser Vater das vermutlich nicht gut heißen wird. Obwohl wir eigentlich keine andere Wahl gehabt haben, er hat ihn mit uns angriffen. Vier, wunderbar. Aber naja. Müssen wir schauen, also wir werden mit Runolf dann eh reden. Jetzt schauen wir nur kurz da, was es da Neues gibt. Trap, wie geil. Also Trap ist einer meiner Lieblingszauber irgendwie gewesen, wenn ich nicht allzu oft benutzt habe in The Legend. Da platziert man so eine Falle auf dem Schlachtfeld, also auf einem Feld, so ein Feld, so ein Fallenfeld sozusagen. Und wenn dann gegnerische Truppen drüber laufen, dann kriegen die verdammt viel Schaden. Das ist ziemlich geil. Das werden wir auf jeden Fall mit uns nehmen. Und da wäre ein Shipwrights Haus. Ich würde mal sagen, reden wir mal mit dem. Lange her, seit du mich das letzte Mal besucht hast, Olaf, Sohn des Tormund. Gehst du fischen? Würde ich gern, aber dafür habe ich keine Zeit. Ich brauche ein Schiff. Ein Schiff? Sicherlich. Nimm dir, was auch immer schwimmt und pass draußen beim Bier auf. Zerstör mir bloß nicht meine Angelrouten. Ich danke dir, Shipwright. Okidoki, haben wir da jetzt schon ein Schiff gekauft? Wenn ja, wo ist es? Ist es irgendwo da? Da ist es. Ein Drakar oder Drakar, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Wunderbar, und dadurch sind wir zum allerersten Mal im Spiel auf Wasser. Yay! Also auf Wasser reist man im Prinzip gleich wie auf Land. Und der große Vorteil hat, man kann Schatztruhen auf Wasser aufheben. Might Room plus 1. Es ist fein, da gibt es einige Schätze. Bei den Inseln selber, okay, jetzt in dem Fall schwache Truppen. Normalerweise sind auf den Inseln, was ich nur in Erinnerung habe, immer ziemlich schwere Truppen. Also darf man nicht einfach so unterschätzen. In dem Fall scheint es jetzt da ein wenig anders zu sein. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Da kann man nicht wirklich durch. Ja, zu unser, also ins Schloss wollen wir auf jeden Fall eigentlich nicht. Wir reisen jetzt da, wie gesagt, jetzt so außen rum. Richtung Runolf. Schauen wir mal, ob es da irgendwelche Schätze noch gibt, was wir mitnehmen können. Vielleicht finden wir auch so ein paar von diesen Tomteur-Sachen, also so diesen Trainingsreif und was weiß ich, was der andere als verloren hat, wo irgendwo gekentert ist. Trainer's Whip. Nice, da haben wir schon was. Also, die Peitsche haben wir schon mal gefunden. Ist irgendwo da anscheinend zerschellt. Mit seinem Botel. Magic Rune, also immer fein und doch, da gibt es einige Schätze, da gibt es neue coole Truppen, Fische, werde ich irgendwann zeigen, den finde ich ganz witzig vom Model her. Eigentlich wollte ich da an Land gehen, verdammt, die kann da irgendwie gar nicht an Land gehen. Ist irgendwie ziemlich ungünstig. Egal, da würde ich sagen, slightly weaker, schaffen wir nicht trotzdem, wollen wir eigentlich nicht, die speichern einfach ab. Holen wir uns das Banner, holen wir uns die Runen, holen wir uns die Runen, holen wir uns die Runen und die Runen und die Runen. Was ist die Pause? Es wäre eigentlich die Leertaste, die Pause-Taste. Ich weiß nicht, warum es da vorne funktioniert hat. Schauen wir mal ganz kurz nach. Dafür braucht man Spirit Runes, doch noch relativ viele. Da braucht man ebenso Spirit Runes. Da, also ich mag jetzt eigentlich nichts erlernen, wo ich irgendwie massig Spirit Runes brauche. Wenn dann nur etwas, keine Ahnung,
da braucht man auch, da braucht man auch, da braucht man, Ah, ich weiß nicht, ich glaube da momentan, wir sparen, glaube ich, oder ich spare jetzt weiter auf Glory, dass wir das mal auf Stufe 2 bringen. Und nachher vielleicht irgendwann dann natürlich dieses Might. So, die Peitsche, was bringt die? Minus 1 Angriff und plus 1 Speed Slowest Squad, also heute in die Geschwindigkeit vom langsamsten Trupp in unserer Armee. Okay. Nehmen wir es mit den geilen Fischen auf. Okay, wir haben einige von... Ich glaube, irgendeine Fähigkeit von uns macht es, damit jetzt einige Truppen dazu veranlasst zu fliehen. Jetzt sind es minus 3 von diesen geilen Fischen. Schaut es euch an, ich finde sie so witzig. Die haben was, die schauen geil aus. Mit dieser Laterne da eben, also wie diese diese Fische im Ozean, was man vielleicht auch kennt vom Schulunterricht oder so. Die natürlich in, was ich, 10.000 Meter Tiefe umher schwimmen oder so und deshalb eben diese Leuchtnase haben, damit sie im Dunkeln sehen. Es ist irgendwie verdammt geil. So, sind irgendwie doch ziemlich viele Truppen, muss ich sagen. Haben wir da ein wenig übernommen? Trap mag ich nicht benutzen, wie die vorher einlesen. Was ist das eigentlich? Ein Order Spell? Ich wüsste gar nicht. Na, Distortion Magic, okay. Würde ich gern einlesen, werden wir auch machen. Okay, meine Axtwerfer, dann kümmert euch mal um die ersten. Was haben sie eigentlich? Marineeinheiten. Nein. Kämpfen auf den Wassern oder auf See. Haben sie eine erhöhte Moral? Feuer verletzbar, also dann nehmen sie mehr Schaden. Nacht, Night Vision. Kennen wir schon. Frightening. Okay, also wenn sie angreifen, dann können sie eventuell das getroffene Ziel in Furcht versetzen. Und Saloch kann das Ziel dann nicht gegen einen Gegenangriff starten. So eine Horde. Okay, also für alle 30 Einheiten, was da drin sind, zum Beispiel das sind jetzt 38, da kriegen sie plus 1 Angriff, Verteidigung. Okay, also da nichts Gewaltiges. Und Frightful Fish. Aha, okay, was? Also, verstehe nicht ganz. Wenn's beißt, nachher hat das getroffene Ziel eine 40%ige Chance, kritische Treffer zu machen für ein paar Runden. Oder umgekehrt, dass der Fisch nachher die erhöhte Chance hat. Ich kapiere es nicht ganz. Egal. So, ein ziemlich, ist glaube ich eh ein ziemlich einfacher Kampf. Olaf steht da hinten auf dem Felsen da ganz leicht oben. Irgendwie auch witzig. So, was haben wir die Schaden von dem Schneesturm? Ja, ich weiß nicht, irgendwie der Schneesturm. Vielleicht wenn man mehr Sufsee hat, ist überzeugend, aber momentan muss ich sagen, überzeugt er mich eher nicht. Die Fischer sind irgendwie verdammt schnell dran, kann das sein? Die kommen glaube ich vor meinen anderen Truppen ran, was jetzt ein wenig meine Strategie zerstört. Ah, wenigstens die Axtwerfer, die eben viel aus. Und da, ihr habt natürlich verlieren müssen. Kann ich denn wiederbeleben? Ich würde nämlich den Kampf gern so machen, dass ich nichts verliere. Das war eigentlich das Ziel gewesen, dass ich da dem Achievement näher komme. Das heißt, wir werden da oben einfach da einen beleben. Ich hoffe, es geht sich aus, aber ich glaube, es müsste sich ausgehen. Und zwar ziemlich ohne Probleme müsste ich eigentlich ausgehen. Ja, da kann man normal einfach weghauen. Die sind nur Überlegung wert. Sind die so ohne weiteres machbar? Schauen wir mal. Bashen wir sie hier mal. Komm schon, stun. Ah, er stunt nicht. Warum stunt er nicht? Stun doch. Dammit. Okay, aber das müssten die eigentlich schon überleben. 30 Leben. 6x6. Okay, geht sich nicht ganz aus. Was macht man denn da? Gehen wir auf Nummer sicher. Eliminieren wir da zur Sicherheit. So, ja, ist ganz gut. Und dann schauen wir, dass wir einfach jetzt so lange den Kampf rauszögern. Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück sind die alle nicht im Berserker-Zustand, schon hat man jetzt vielleicht eh schon vergackt das Ganze. Und der Schlag tötet 2. Nö. Dann müssen wir jetzt alles zurückziehen. Komm schon. Ja, du gehst weg. Jetzt da oben. Die wiederbeleben. Genau, komm schon. Wiederbelebt. Bitte, 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 bitte. Jawohl, okay, das muss sein. Und jetzt mit dem Vortex Strike. Tschüss. Feine Sache. Also, nichts verloren.
Ja, so soll es sein. So, wie viele Kämpfe fehlen uns denn da eigentlich noch? 15 von 20, also nur mal 5 Kämpfe, dann haben wir's. Da ist leider Gottes nichts. Da wäre so... Da sind Truppen drinnen, meistens in so verlassenen Schiffen. Und wenn man die besiegt, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn man sie die Truppen raussäubert, dann kann man eben Truppen nachkaufen. Also in dem Fall halt dann eben Gespenster und solche Sachen halt eben. So, dann würde ich sagen, umrund man noch die Insel. Schauen wir mal, ob es irgendwann irgendwelche interessanten Schätze vielleicht gibt. Aber ich glaube... Glaubt ihr nicht. Man kann übrigens, es schaut so aus, als könnte man da... Trainer's Hoop. Nächstes Item gefunden. Minus 2 Defense. Was für schwachsinnige Items. Es schaut so aus, als könnte man da unendlich weit raussegeln, aber man sieht schon, es geht nicht. Also die Karte ist irgendwo abgegrenzt. Wir sind jetzt... Ja, da mehr und weniger aufgedeckt. Da ziemlich am Kartenrand. Und deshalb geht es ja nicht weiter. Der Schein trügt also. So, da gibt es dann eigentlich eine weitere Insel, wo man natürlich vielleicht ganz gern hin würden. Da drüben gibt es so eine Hütte. Da noch so ein Geist. Da gibt es ebenfalls wieder so Fische. Gott, die da redet halt nicht mehr. Was ist halt noch los? Und das ist vielleicht das dritte Item. Wunderbar, Trainer's Jacket. Endlich habt ihr alle Dinge gefunden, von denen Cristobal Grimnir gesprochen hatte. Ihr müsst ihm die Gegenstände bringen, um seine saftige Belohnung zu erhalten. Okidoki, also dann mal alles erledigt. Take the missing props to Cristobal Grimnir. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Feine Sache. Ich frage mich zwar, wie sich seine ganzen Gegenstände, wenn er drüben eigentlich gekentert ist auf der anderen Inselseite, bis da rüber treiben. Ziemlich unrealistisches Fließverhalten der Schatztruhen. Aber naja, lass mal das mal so im Raum stehen. Und ich würde sagen, das war's einmal. Man muss sich übrigens merken, wo man mit seinem Boot landet. Oder haben sie das vielleicht mittlerweile optimiert? Okay, das haben sie optimiert. Man sieht jetzt das Boot oder das Schiff auf der Minimap. Meint, die geben wenig weg. Das war, glaube ich, bei The Legend nicht, was ich weiß. Oder ich habe es vielleicht immer übersehen. Ich weiß auf jeden Fall nur, das war immer ein ziemlicher Murks, da die Boote zu finden, die einem eigentlich gehören. Ich habe da öfters mal einfach welche nachkauft. Ich weiß nicht, ob wir für das jetzt da bezahlen haben müssen. Aber ich weiß noch, in der Legend habe ich oft Boote kaufen müssen, weil ich meine alten einfach nicht mehr gefunden habe. Waren aber auch nicht sonderlich teuer, also waren schon leistbar. Okay, Runolf. Tell me news. Was? Fick dir, da ist niemand da. Was soll denn das? Runolf, auf die haben wir uns verlassen. Okay, dann würde ich sagen, damals ist nichts Besseres zu tun haben und ich jetzt nicht weiß, wo der eigentlich hin ist. Oder steht das irgendwo? Tell Runolf of Eric's Betrayal. Okay, na, also wir sollen einfach Runolf von dem Hintergang, ist es das richtige deutsche Wort, von Eric berichten. Ah, da ist er vom Dorfort da. Okay, da sieht man jetzt einmal in Natura, was für ein geiler Stab. Den hätte ich ganz gern, gib uns den. Halt, Bursche, du kannst jetzt nicht heimkehren. Jemand hat dich gesehen, wie du einen Kampf mit Erik angefangen hast und dein Vater weiß bereits davon. Tormund ist außer sich. Er denkt, dass du mehr Macht auf der Insel einnehmen willst und dich somit selbst zum König ernennen möchtest. Seine Befehle lauten, dich sofort zu ergreifen, sobald du dich zeigst. Aber Erik hat mich angegriffen. Er hätte mich getötet und nicht nur mich, auch Vater und dich ebenso, Wahrsager. Sobald mein Vater davon hört, wird er sicherlich... Nein! Ich weiß, dass du die Wahrheit erzählst, aber du darfst jetzt unter keinen Umständen heimkehren. Ich werde Eriks Wunden verarzten und du musst zum Schiffsbauer gehen. Wie ich es dir bereits sagte, beschaffe dir ein Schiff. Schnell! Der König sucht bereits nach euch. Aber wohin soll ich denn gehen? Reise nach Westlik. Es ist eine ruhige, friedliche Insel. Der König Hauk ist ein guter Freund von Tormund und mein Bruder Runwald lebt dort ebenso. Bleib für eine Weile bei ihnen und ich werde mit deinem Vater sprechen und ihn versuchen, davon zu überzeugen, dass du unschuldig bist. Und jetzt geh! Na gut, Runolf. Wirst du mir Bescheid sagen, wenn Vater seine Meinung geändert hat? Ihr habt eine nautische Karte erhalten und könnt jetzt über das Meer zu einem neuen Ort mit dem Namen Westlik Isle reisen.
Okidoki, wir haben also anscheinend ein neues Gebiet irgendwie freigeschalten. Muss man die da anscheinend freischalten in Warriors of the North? Früher war es einfach so, in The Legend, man ist irgendwann an den Kartenrand gefahren und hat dann einfach, da war so... Hat ähnlich ausgeschaut wie das magische Portal unten und man hat da dann einfach zum nächsten Gebiet reisen können. Okay, wir kommen jetzt anscheinend nicht wirklich hin. Was ja schade ist, er blockiert jetzt den Weg, das heißt, wir können auch die andere Aufgabe nicht beenden. Und muss ich sagen, das finde ich geschichtlich jetzt ein wenig schwachsinnig gelöst. Also warum kann man da nicht mit dem Vater reden und einfach die Wahrheit sagen? Also bitte, wo sind wir denn? Ist jetzt wieder so, der Vater ist so dämlich und traut seinem eigenen Sohn nicht und würde uns nie glauben und bringt uns um und mimimi. Also ich weiß nicht, das finde ich immer schwach gelöst, wenn sowas ist. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist blödsinnig. Naja, hätte man besser lösen können, meiner Meinung nach. Okay, dann holen wir da die magischen Kristalle. Ihr legt die Hände auf den Altar und schließt eure Augen. Uraltes Wissen, angesammelt von unzähligen Generationen, wurde nun euch zuteil und ihr erhaltet 30 Erfahrungspunkte. Holen uns da awesome 30 Erfahrungspunkte ab und dann würde ich sagen, war's das wieder mal in diesem Part mit King's Bounty Warriors of the North. Ich werde jetzt ein wenig offscreen da noch die restliche Karte aufdecken, vielleicht noch ein paar Kämpfe offscreen machen und nächstes Mal werden wir dann vermutlich Richtung neue Gefilde aufbrechen und zwar, wie kommen wir auf die Weltkarte so... Richtung Westlich. Da sehen wir noch nichts. Da ist alles nur verdeckt. Wunderbar. Da oben schaut es schon nochmal spannend aus. Okidoki. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.